Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Wenn zwischen 0 und 10 müsstest du antworten, so, was würde ich sagen? 10 wäre sehr hoch, 0 wäre 0. Wo würdest du das einschätzen? Ich würde sagen 5. Eine weitere Frage ist, was denkst du, was ist nach dem Leben, also wenn du mal stirbst, was ist nachher dran? Ich glaube nicht unbedingt da, dass es nach dem Himmel weitergeht. Ich glaube zwar an Gott. Oder du hast von dieser Aussinn, hast du schon angefangen. Es geht nicht nur um die Aussünde, es geht auch um alle Sünden. Gott will aber die Trennung nicht. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Und aus dem Grund ist Jesus auf die Welt gekommen und er ist gestorben am Kreuz. Für uns hat unsere Sünden weggenommen. Und jetzt ist die Mauer, das ist wie eine Mauer, die weggenommen worden ist durch das. Jetzt ist Gott da und wir Menschen sind da und jetzt können wir Gemeinschaft haben, weil die Mauer nicht mehr ist zwischen ihnen. Aber das hat das Leben gekostet. Jesus hat das Leben gekostet. Und das ist einfach ein Geschenk, das Gott uns anbietet. Jetzt ist Jesus in die Welt gekommen und er ist am Kreuz gestorben für uns. Er selber hat keine Sünde gehabt. Nur er hat das können. Er ist für uns gestorben und hat unsere Sünde getragen, unsere Schuld getragen. Also die Mauer, die Trennung hat er weggenommen. Und jetzt ist Gott da und wir Menschen sind da. Und jetzt haben wir einen freien Zugang zu ihm. Jetzt können wir eine Beziehung haben mit Gott, der unser Schöpfer ist. Er will da, weil er liebt uns so fest. Und das ist ein Geschenk, einfach, das Gott uns anbietet. Er zeigt ihnen einfach ihre Liebe. Und ja, dass sie so wertvoll sind, wie sie du gemacht hast. Und einzigartig. Danke vielmals, dass du sie uns beschützen und wir waren. Das so Bengali, vor allem junge Leute, dann so Bengali an. Hä? Du hast sie gar eins? Ich habe die Heim gefunden. Okay. Ja. Und da hat es die Homepage getroffen. Es ist meine Bilder zum Schauen, wo Menschen, wenn sie mich heute erlebt haben. Ja. Darf ich das jemandem mitgeben, mal zum Reinschauen? Ja, sicher. Also ja, Gott hat für mich nicht einen spirituellen Wert. Aha. Also es ist noch schwierig zu beschreiben. Für mich ist es noch so, ich will wie auch kein Bild geben. Ja. Und Jesus ist für mich so ein konkretes Bild. Okay. Was Gott für mich nicht ist. Ja, okay. Ja. Weißt du, nach dem Tod, was ist nach dem Tod? Wie würdest du das beurteilen? Also, ich würde sagen, wir sind einfach frei. Von. Also, ja, ich weiß nicht. Okay, frei von allem? Ja. Ja. Also, das heisst, ich habe Jesus wirklich ganz konkret in mein Leben aufgenommen. Ich habe mich für ihn entschieden. Ja. Das hat mein Leben verändert. Okay. Weißt du, ich habe eine Haltung von meinem Leben, die ich vorher dann nicht hatte. Ja. Ich habe Frieden erfahren, die ich vorher dann nicht hatte. Okay. Sagt dir das etwas? Der tiefste Sinn von dem, was mir heute passiert ist? Eher weniger. Aber ich weiss nicht, schaust du dich als ein Sünder an? Ich sage jetzt jemanden, der mal etwas Falsches gemacht hat. Ah ja, auf jeden Fall. Aber das ist jede Person. Das. Genau. Wirklich? Durchwegs, oder? Es geht uns allen genau gleich. Ja. Aber das Problem in dem Sinne ist, dass Sünde trennt zwischen Gott und uns Menschen. Ja. Weil Gott ist eben anders, oder? Bei ihm hat Sünde einfach keinen Platz. Mhm. Das geht gar nicht. Ja. Er ist eben heilig. Ja. Und das ist das Problem, oder? Ja. Und die Trennung, die Gott, haben wir jetzt in dieser Welt. Es geht über den Tod raus sogar, bis in alle Ewigkeit. Ja. Und das ist dann nicht, also da wünsche ich niemandem. Weißt du, man trennt sich von Gott, der uns gemacht hat, der unser Schöpfer ist. Jetzt, aber Gott will das nicht. Und er liebt uns, jeden Menschen auf dieser Welt, so fest, und auch dich, Salome, wie du dir das nicht kannst vorstellen. Und darum ist er, als Jesus ist auf die Welt gekommen, oder? Der Sohn Gottes. Und er hat ein perfektes Leben geführt. Mhm. Er hat
ja, er ist der Einzige, der nie gesündigt hat. Nur er hat können das machen, was er gemacht hat, nämlich am Kreuz sterben für uns. Mhm. Und er hat unsere Schuld hat er weggenommen. Ja. Und das ist die Folgerung von dem. Gott ist jetzt da, und wir Menschen sind da, mhm, haben wir einen freien Zugang zu ihm. Okay. Die Trennung, ja, ist aufgehoben. Okay. Und er hat eine Beziehung mit uns. Mhm. Er hat ja uns auch gemacht. Ich habe drei Kinder. Ich will eine gute Beziehung haben mit meinen Kindern, oder? Ja. Und so denkt Gott auch. Mhm. Und das ist, mhm, das Geschenk habe ich angenommen. Und es hat wirklich mein Leben zum Guten verändert. Okay. Das ist die grösste und wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ja. Und es hat so eine Tragweite. Und ja, die wollen fragen, also hast du das schon mal so gehört? Auch schon, ja. Sicher, ja. Ja. Und was hat das ausgelöst? Hast du dir auch die Gedanken gemacht, das Geschenk anzunehmen? Ja, auch schon, ja. Okay. Ja. Und hast du es gemacht? Bis jetzt noch nicht, nein. Wieso nicht? Ich weiss nicht. Okay. Ich kann es nicht sagen, ja. Ja, aha, ja. Also, aber hast du es wie, hast du es geprüft, aber hast du es einfach mal auf die Zeit getan, ja, so in ja, ein die Art? Ja. Ich hätte dich einfach ermutigen, Salome. Weißt du, du bist natürlich frei in dem, was du machst, weißt du? Ja. Ich kann einfach sagen, da, was ich von mir kann erzählen kann, da, was ich erlebt habe. Ja. Und, ja, da, wo dass das wirklich die Wahrheit ist, weil ich erleben will. Ja. Und kannst du dich auf das verlassen, wirklich von der Bibel in der Stadt? Hast du schon mal gelesen in der Bibel? Ja. Okay. Neues Testament, oder wie? Ja. Ja. Ja, bring sie du einfach in ihre Berufung hierher, weil du das Beste für sie tun. Ich danke dir, alle Wünsche Wie ist das gewesen? Hast du da irgendetwas erlebt? Nein, das erlebt nicht, da noch gerade etwas. So. Frieden. Frieden? Okay, cool. Ja, das ist schön. Welchen Stellenwert hat Gott für dich gerufen? Was würdest du sagen? Also, es hat... Es war die Mangel eigentlich an einem höheren Stellenwert. Okay. Sag mal, bei Zeit war es gewesen, ja. Okay, das ist aber, ja, mittlerweile hat sich das geleitet, einfach weil ich weiß, was ich für Fehler mache. Und irgendwie kann ich nicht, also für mich ist der Glaube, weißt du, du musst halt schon das Richtige machen, oder? Aber wenn du selber weißt, dass du selber abgeraten bist und so Sachen, oder? Du kannst zum Beispiel nicht jemandem sagen, ja, ich bin Christ, oder? Wenn du genau weißt, dass du Sachen machst, die eigentlich nicht gerade gut sind, oder? Ja, danke vielmals, dass du einen einfach das Bildst innen berührst, gerade jetzt, in seinem Herzen. Und einfach wie ein Neustart darf passieren. Du darfst Freiheit aussprechen über dir, Ivo, in Jesu Namen. Eine Freiheit, um Jesus zu dienen, um Gott zu dienen. Thank you.
Herr, ich danke dir, wo du bist. Und ich sage auch, Schmerzen verschwinden in diesem Land. Vollständig.